Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem neuen Video vom Me and My Friend in the Country Projekt. Wo ist denn jetzt an mein Kollege? Ah, da hinten ist er. Ah, hi Dominik. Servus. Da kommt der Klaas. Ja klar, stelle ich mir jetzt hier vorne hin. Wir sind jetzt fertig geworden, letzte Folge. Jo. So, dann gehe ich mal kurz hier runter. Jetzt sind wir, Mann. Grüß dich. Jetzt wird's hier die Challenge, ja, mit dem Anhänger ja, hier ja. Auf den Anhänger. Was ist ja richtig was los hier? Hör mir auf, ey. Ja, hier ist große Versammlung. Ach, hallo, Herr Bauer. Hallo, Herr Ober. Ja. Grüß dich. Muss ja gucken, dass der dich aufsetzt, ey. Haben sie ja flach tiefer gelegt. Oh. Jetzt aber mal alle hier gucken, dass es was wird. Kannst du auch ein Stück? Nicht, dass wir hier aufsetzen, ich glaube das. Ja, das geht. Komm. Ja. Oh! Ja, weiter. Warte. Das grätscht. Das gute Werkzeug geben. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Baumaschinenkopf. Ja, Fahrenschwellenkopf. Das gibt sowas von mir. Oh. Mach mal ein Video davon. Das posten wir dann überall. Pause das auch auf Winter. Ich mach TikTok, ja. So, aber TikTok. Moment, so. Oh. Die Rücklichter. Aber wie ein Profi. Also nicht professionell. Jetzt müssen wir doch gucken, dass wir hier nicht abrutschen. Ah ja, Huber ist sehr... Au. Komplizierter als man sich vorstellen mag hier. Aber Herr Huber, das hat sie gut gemacht, würde ich schon sagen. Ja, das macht er nicht zum ersten Mal, das sieht gibt's man hier. Da nicht zufällig gibt's da nicht zufällig eine Aufsatzform für die, obwohl jetzt die Gabel draufhängt, damit man da das anhängen kann? Das habe ich doch hier gesehen. Nicht. Muss ich nur passen schweißen. Professionell gelöst. Achtung. Gelbe Gurte sogar. Ja, ganz ja, eben. Ja. Neu hier, sieht man noch neuwertig. Ja. Was wird denn jetzt hier gemacht? Da bin ich ganz gut in Ruhe. Ja, Herr Bauer. 2500. Warte mal wieder. 2500, hier mach ich mal Express über. Mann, Jo, PayPal. PayPal? Nee. PayPal. Planer. Ich kann den gelben Mainz geben, dann könntest du ein bisschen was überweisen. Achtung, Herr Zimmermann, Warten Sie mal. Ich muss hier gerade mein Handy wegpacken. Ey, nicht, dass sie noch überfahren werden hier. Blitzüberweisung geht ja nicht von alleine. Ja, hab ich schon. Ja, Herr Huber, ne? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Fahren Sie jetzt hier rückwärts raus. Holt sich mal Palettengabel, bitte. Wie bitte? Ja, hol ich mir. Mein Kärcher hier. Passen Sie mal auf hier, mein Kärcher. Ei. AOB. Einweisen. Oh, sagen Sie mal. Was denn? Weiter. Was soll denn das denn? Ich hab nur den Bogen gesucht. Weiter. Oh, der Schwader sieht nicht mehr gesund aus. Der sieht schon ziemlich verbogen aus. Er liegt schon an der Silo-Wand. Also, das war der Herr Seidebacher. Ich glaube, da hat jemand drucklos gemacht und hat nicht eingehakt. Oh, Alter, Herr Seidebacher, was kannst du denn hier? Ich glaube. Ja, was ist denn das für ein Scheißgerät hier? Das. Ich glaube, der Hacken ist nie eingegangen. Ja, warte, ich hol kurz einen Traktor, ich guck mal kurz. Ich glaube, der war drucklos im Gang. Warte, ich hol kurz Traktor. Was ist denn passiert? Ist hier schon angelehnt. Schaut sich das mal, das ist hier angelehnt an der Silo-Wand. Bisschen wenig. Okay. Ja. Aber immerhin nur am Reisen. Das hier wohl stützen. War drucklos im Spiel. Ich glaube, da hat er wieder am Leben gezogen. Da kommt er erst eine Woche direkt im Rückwärtsgang. Seilbacher. Eieiei, das hört sich aber am Motorstand an, Aube.
Hier, schließ meine. Ja, geht noch, geht noch, geht noch. Ja, passt. Ich mach mal die Kugeln. Passt. Ja, ja, bestimmt zu weit. So, oh, passt. Ja. Was machen Sie denn jetzt da? Was sollte das geben? Nee, ich hab jetzt kaputt. Übung, oder was? Die Workout. Irgendwie, hier, das muss man zum Händler, das ist ja Abzocke hier. Neu Gerät und direkt läuft das hier nicht schon nicht. Jetzt fährt er sich in die Feder rein. Das ist wieder gar nicht mehr. Ich glaube, das Fahrzeug, das zerstört sich selber. Das ist ja, also ich würde das jetzt einfach mal hier stehen lassen und würde mal wieder wegfahren. Hä? Das kehrt so, Herr Kollege, das kehrt so. Herr Bauer. So, der Hydraulikzylinder ist ganz eingefahren. Also ja, wir lassen das einfach mal so da stehen, als bis zum nächsten Einsatz. Ich merke schon, ich bin hier falsch am Hof. Dass mir alles so viel Push jetzt für Kabelbinder. Du bist der größte Kabelbinder. Kabelbinder. Da ist Tschüss, Herr Bauer. Oh, das ist keine Autobahn, Junge. Herr Vogel, geht's dir doch gut, oder wie? Ja, Tonik, alles gut, oder was? Mein Fuß ist schon traurig. Ich glaube, das sind gerade 20 Tonnen drüber gefahren. Ja, da hört man bei Stahlkappenschuhe auch nichts mehr. So, Dominik, Herr Zimmermann, wir sind fertig mit Schwaden. Boah, das ist ja eine Leistung. Ja. Wie sieht's denn aus? Wollen Sie jetzt pressen oder? Nee, ich habe ja hier einen Sammelwagen, wie Sie sehen. Okay, wo soll das hin? Weil, kommen Sie mal mit hier. Ich habe nämlich ein schönes Heulager, wenn ich mich nicht komplett irre. Echt? Ach, da hinten, ja. Ja, hier sehen Sie es, das sollte ein Heulager sein. Kam sogar mit edler Beleuchtung hier, die wurde nachgerüstet. Oh, oha. Sehr schön. Da war er wieder spendierfreudig, da. Ja, wie gesagt, also der Dominik würde gerne mal ein bisschen sehen. Dominik, Sie würden gerne sehen, also Herr Vogel. Herr Dominik, Sie würden sehen. Herr Dominik. So, also Sie wollen also sehen. Würde ich einfahren, oder was? Ja, also... Wenn sie nicht auch sehen wollen und sich hier streiten, dann würde ich sagen, ja. Ich will eigentlich sehen, nicht Spaß. Ja, hab ich ja schon gedacht. Oh, ja, scheiße. Dominik. Ja? Ja, das kommen wir aber danach, Mann. Danach gehen wir zu den Terminen von dem Bürgermeister. Jetzt wir müssen nämlich nachher noch zu dem Bürgermeister. Oh, was führt sie denn zu ihm? Ja, wir hätten noch ein kleines Gespräch mit dem offen. Ich muss auch noch zu dem, weil ich muss etwas beantragen hier, weil... Dann können wir im gleichen Zug gleich dahin. Ja, aber ich muss nämlich beantragen, dass ich mir einen Baum jetzt fällen lassen darf, weil darf man ja sonst nicht... Wann haben Sie den Termin bei dem? Hab noch gar keinen, dann muss ich mir noch einen ausmachen. Ja, der da ich immer Sie einen Termin Sie kommen einfach mit uns mit, dann passt das schon. Ja, das muss ich. Also wollen wir das jetzt vor der Arbeit machen oder nach der Arbeit? Dann machen wir jetzt erst die Arbeit und den dann am nächsten Tag, aka nächste. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Erst okay, dann. Ja, genau. So. Ja, okay. Mit was darf ich ansehen? Also, das Saatgut wurde hier jetzt frisch eingelagert. Ja. Ich nehme den Johnny. Ja, ja, genau. Also, ich habe ja auch eine Saatmaschine, aber Sie haben ja auch eine eigene. Müssen Sie sich dann aussuchen, was Sie nehmen? Ja, ich probiere mal unsere aus. Ja, ob die noch funktioniert oder ob es auch Push war, ja, ne? Ja, also auf jeden Fall dürfen Sie Hafer ansehen, weil Hafer verkauft sich wohl gerade relativ gut. Vielleicht gibt es hier ja auch jemanden, der Pferde hält in der Gegend, weil Pferde brauchen ja auch gerne mal Hafer. Und Stroh produziert Hafer, ist natürlich auch wichtig, ein bisschen Stroh zu haben. Stroh produziert Hafer, das ist aber auch irgendwie komisch. Der Haferstroh, so. Ja, ja. Die haben gesagt, dass der Stroh den Hafer produziert. Ist, glaube ich, eher andersrum. Ja, ja. Ja, wo alles muss ich jetzt ansehen? Auf dem Feld nördlich von meinem Hof hier direkt, was Sie hier hinten sehen können. Oder warten Sie mal, hier ist der Weg. Hier hinten ist der Feldweg lang. Da sehen Sie frisch gekalkt. Beide Felder sind frisch gekalkt. Aber das eine, das sehen Sie wieder mit Hafer an, und das andere werde ich dann vermutlich mit Raps, oder? Was würden Sie sagen? Raps ist doch bestimmt schlau. Ja, kann man ja gut verkaufen, beziehungsweise für die Dieselproduktion. Ja, genau. Also ich würde sagen, dann machen wir hier einmal Hafer und auf dem anderen finden Sie dann Raps. Oh, okay, passt. Und ich mal einmal rum. Und jetzt muss ich hier mal ganz kurz den Herrn Bürgermeister, ich brauche ja einen Termin. Kann er nicht unangemessen ankommen, auch wenn der eh immer Zeit hat, aber... Man muss ja ein bisschen beschäftigt werden.
Meine Herren, Dominik, ey, der hat sich so einen kleinen Wagen hier geholt. Ich bin noch nicht mal immer, ich bin noch nicht mal zur Hälfte rum und ich, das Ding ist schon voll. Was ist los? Kriegst du das nicht hin mit dem Sehen? Doch, doch, aber man kann aktuell zur Jahreszeit kein Hafer sehen. Ah! würde ich mir Gedanken machen. Warte, ich hab hier so einen Plan im Traktor hängen. Ich hab gerade mal geschaut. Ja, Raps kannst du aktuell sehen. Raps, Gerste und Weizen. Hafer kannst du jetzt im März und April sehen. Da muss ich dem noch sagen. Ja. Dann seht ihr halt erst Raps. Und da muss halt entweder Gerste sehen oder muss halt bis April warten, bis das wieder ready ist. Ja. Ich muss mal warten, bis er fertig telefoniert hat. Ja, ja. Ich glaube, da muss ich auch einen größeren Ladewagen hier holen oder ich muss halt 30 mal fahren. Also ich, ey, erst der Wender, der da viel zu klein ist, dann der Schwader, der riesig ist und dann kommt hier wieder der Ladewagen, der viel zu klein ist. Nochmal. So, Verzeihung, Herr Vogel, wir wissen ja, der... aktuell kann ich keinen Raps ansehen, wegen Dingsbums. Kein Hafer, Mann. Hafer, Entschuldigung. Ich kann nur Raps ansehen, wenn. Ja, dann machen Sie Raps. Aber wissen Sie, ab wann können wir denn wieder Hafer ansehen? Das habe ich jetzt komplett vergessen. März, April. März, April, genau. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Ja, Gerste und Weizen können Sie aktuell noch ansehen. Ja, dann machen wir auch Weizen, oder? Würde ich mal sagen. Weizen ist doch eigentlich, das wächst ja auch immer sehr gut im Winter. Jo, ja, Winterweizen. Ja, Weizen gibt auch mehr Stroh, glaube ich. Boah, Weizen ist insgesamt ein bisschen ertragsreicher. Habe ich... War früher bei dem Betrieb, ich habe ja früher bei den Sommerferien immer in einem Nachbarbetrieb ausgeholfen, bei dem war das zumindest immer so. Also mach jetzt auf das Feld Weizen drauf. Ja, genau. Also, Herr Zimmermann. Ja. Also, ich will nichts sagen, aber Ihr Wagen ist ein bisschen klein. Ja, ich weiß, ich muss ja auch irgendwo Geld sparen. Ja, ich merk's. Der ist auch gebraucht gewesen, aber mit Neuteilen wäre alles... Super. Ja, weil ich bin noch nicht einmal rum und es ist die zweite Fuhre. Oh, wie viel passt da denn rein laut der Angabe? Also ich glaube genau. 13.000 oder so. 13? Oh, das ist ja... Wurde anscheinend gut gedüngt, meine Wiese, das ist also ertragsreich, ne? Also, ich glaub's auch, oder ich habe einfach zu dicke Schwaden gelegt. Ja, das kann auch sein. Hallo, Herr Zimmermann. Ah, Mensch, Herr Haft, sehr schön. Ja, ich habe den Herrn Haft jetzt hier gerufen, dass er direkt mal sich inspizieren kann, den Baum. Ja. Der Dominik. Ja? Der Haft ist da. Ja, ich mach noch die Runde fertig da und dann komm ich. Ja, ich mach den Wagen voll. Bis du die Runde rum hast, halt ist mein Wagen schon wieder voll. Ja, genau. Also das, Sie sehen schon das Objekt hier, das ist er. Okay. Weil Sie sehen hier, dass die Äste sind direkt sehr nah an... Und dann den würde ich gerne fällen lassen und ab wann das geht. Ja, können Sie am besten möglichst schnell. Und wir haben es natürlich auch passen. Ja, hier, weil hier stehen ja noch mehr Bäume und auf dem Stall und so. Das hier und ja, zur Jahreszeit ist es ja auch mit den Vögeln, deswegen wollte ich das wissen eigentlich. Weil Sie hören ja auch gerade ja. Hier wieder ganz irgendwie Vögel. Ja, dadurch, dass der eben so lang ist, ist ja egal. Aber ich würde es jetzt, glaube ich, dann auch möglichst schnell machen. Mhm. Aber ich gebe Ihnen da schon recht, also. Da warte ich kurz. Da war ich schnell zu. Unser Bürgermeister, wir lieben ihn doch alle. Da
sag mal, Herr Seidemacher, was gehen Sie denn in meine luxuriöses Haus rein hier? So, Entschuldigung, ich habe nur kurz das Licht ausgemacht. Ah, danke für meine Stromkosten, vielen Dank. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst halt gerne eine Bewertung da, schaut beim Herrn Kollegen vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann. Ciao, ciao.